Hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr habt richtig geil geschlafen. Ich freue mich natürlich, dass ihr hier seid. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf meinem Zweitkanal seid, ihr kleinen Schlingel. Link ist unten in der Beschreibung. Gut, heute gibt es Weiger. Weiger, ja, das ist verrückt tatsächlich, weil viele Leute von euch wissen, Tobi und Weiger, ich dachte, der hasst Weiger und das ist korrekt. Aber nicht, weil Weiger broken ist. Ja, es ist immer wichtig, Weiger ist toxic. Toxic, ungleich broken. Weil von einem Champion gewonnen zu werden, ist nicht geil, Leute. Es macht keinen Spaß. Aber Weiger hat trotzdem seine Schwächen und ist deswegen nicht broken. Aber letztens hat quasi ein Viewer gesagt, hey Tobi, hier, ich nimm meine Kanalpunkte, die man da ja farmen kann. Und du spielst jetzt Weiger. Ja, und dann habe ich quasi keine Wahl gehabt und Weiger gespielt. Und ich muss sagen, es hat tatsächlich wirklich Spaß gemacht. Und es ist ja auch nicht selten, dass bei mir es so ist, dass die Champions, die ich am meisten hasse, auch sehr, sehr gerne spiele. Siehe Wladimir, siehe, naja, Kassadin habe ich eine Zeit lang mal sehr gerne gespielt. Also siehe Kassadin oder siehe vielleicht auch Fizz. Ich hasse gegen jeden dieser Champions zu spielen. Aber machen auch ab und zu ganz gerne Bock. Wobei, Kassadin habe ich jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Ja, deswegen spielen wir heute Weiger. Ja, und gucken mal, wie das Ganze so klappt. Ich habe in den Runen Glacial mit dabei, das heißt den... Oh, schade, ich dachte, ich krieg beide und habe dann jetzt gar keinen bekommen. So läuft das leider meistens. Den Einfrier am Start reingepackt, habe noch ein paar Kekse mit dabei, ein bisschen in den blauen Baum. Die meisten Weigers nehmen tatsächlich, nice, nehmen tatsächlich die rote Rune, damit man öfter einfrieren kann. Die nehmen sie noch sehr, sehr oft mit. Und ja, ich glaube, Weigers ist natürlich auch ein schwieriger Champion für mich, weil ich bin so ein, in solchen Spielen bin ich so ein bisschen so ein Wirtschaftler. Ja, das heißt, ich würde am liebsten so lange farmen, bis mein ganzes Team tot ist. Das heißt, meine Base wird eingerannt auf der Midlane, auf der Botlane. Und ich würde sagen, ja, ich muss noch ein paar Stacks hier, ein paar Stacks da. Ich muss nur eben Stacks machen, so. Oh, die könnten wir vielleicht beide kriegen. Oh, Mist, jetzt laufen die auseinander. Vielleicht kriegen wir die beide. Vielleicht kriegen wir die beide. Oh, das war, oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Okay, cool. Hier kommt ein Gank. Deswegen machen wir jetzt ein Cage. Zack, jetzt. Go, go, go. Ok, ok, ok. Jetzt noch ein Stack hier drauf. Einen schönen Stack. Zack, einen schönen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das gestackt. Naja, es ist. Naja, es ist jetzt nicht geil, aber naja, ja. Zack, da mal eine Q ein. So, das heißt, unser Plan ist natürlich jetzt erstmal richtig schön sahnig reinzufahren, ne? Ich habe auch Teleport mitgenommen, damit wir möglicherweise unter Umständen, am besten wäre Doppelstack. Hier, Doppelstack, zack. Damit wir unter Umständen vielleicht auch mal Impact auf anderen Lanes haben, ja? Das heißt, wir teleportieren Toplane, wir teleportieren Midlane. Da kann ich nicht helfen, Brudi, kann ich nicht. Kann ich nicht, was soll ich machen? Kann ich nicht, was soll ich machen? Ich meine, wir sind in der Unterzahl, wenn wir das jetzt fighten. Das ist nicht smart. Das wäre nicht smart, weil jetzt kommt nämlich Orianna hier. Ja, das, Brudi, das hätte ich dir aber auch vorher sagen können, dass es nicht klug ist. Weil unser Jungler war auch gar nicht da. Ne, der war nicht da. Das hier könnte man machen, wenn Vi jetzt kommen würde. Ja, okay. Ja, okay, ich hab's noch. Nee. Nee, nee, nee. Nee, okay, das war, ja, das war von Gangplank halt nicht smart, weil unser Jungler nicht da war, ne? Das heißt, wäre deren Toplaner gekommen, ich glaube, der war gerade shoppen. Ja, jetzt werde ich hier gepinkt, aber das werden wir ignorieren. Wir haben das ja aus den letzten Spielen schon gelernt, Leute, sowas ignorieren. Hier ein Doppelstack. Ne, warum sollte man Kill haben, wenn man einen Doppelstack haben könnte, Leute? Also kommt schon, jetzt eine schöne Kanone, vielleicht sogar noch ein Zauberer, aber ich glaube, das wird nichts. Vielleicht den Zauberer von Oz? Oh, nice! Da sieht man mal, der hier, wir, ne, wir machen das hier richtig schön sauber, akkurat, Leute. Die Frage, die große Frage, die ich mir stelle, ist, benutze ich meinen... Oh, das wird knapp. Die kriegen wir nicht beide, oder? Nee. Oder? Oh! Benutzen wir meinen Teleport auf die Lane. Ich würde sagen, das machen wir abhängig, wie die Wave steht. Ich habe jetzt auch aktuell noch keinen Punkt ins Weg gemacht, weil... Argumentation folgt. Oh, schade. Die Argumentation ist diese, dass... Oh Gott. Hä? Achso, die haben... Achso, so... Ah, okay. Botlane läuft gut, das sieht gut aus. 9 CS auf Twitch, sehr schön. Ne, ich dachte schon, mein Pantheon hat keinen Farmer. Dann dachte ich, okay, er ist Support. Gut. Frage ist, porte ich jetzt back auf die Lane? Hm, weiß ich nicht, weil... Das Problem ist wie folgt, dass, wenn ich jetzt... Ich glaube, wir nehmen den Mana-Kristall zum Mana, zum Farmen. Wenn ich jetzt auf die Bot... Wenn ich jetzt teleportiere, kriegen wir Farm. Aber wir machen das mal nicht. Wir teleportieren mal nicht und nutzen meinen Teleport, um auf eine andere Lane gleich zu teleportieren. Klar, wir verlieren jetzt Farm. Klar, das ist doof, aber wir haben dafür Impact, wenn nachher Holland in Not ist. Zum Beispiel da. Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Ja. So. Den ersten Teleport nutzt man meistens auf die Lane. So, deswegen würde ich jetzt kein Auge machen und wahrscheinlich werde ich meinen Teleport die nächsten 10 Jahre nicht benutzen, wie man das so kennt. Teleport ist einfach nicht mein Summoner, Leute. Ihr seid nicht. So, oh, die Kanone. Kriegen wir die bitte? 5, 4, 3, 2, nice. Schön, 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 schön. Naja, ich glaube, man sagt so, bei 20 Minuten 200 Stacks.
Ne? Wir haben jetzt 31 Stacks, aber das wird ja auch immer schneller, weil wir immer mehr Stacks haben. Beziehungsweise immer weniger Cooldown auf der Q haben. Komm schon. Ah, shit. Ne, ich bin manchmal ein bisschen zu greedy mit den Stacks, aber... Ja, you can't be too greedy. Ah, nice turn. Ne? Deswegen gucken wir mal. Also, ich habe jetzt erstmal Punkte in die Ebene investiert, damit wir defensiv gut aufgestellt sind. Mit der W mache ich mir nur meine Minions kaputt. Ja, ich kriege keine Stacks, mache die Minions kaputt. Und jetzt können wir langsam vielleicht anfangen, Punkte in die W zu investieren. Wir warten einmal hier. Oh, da ist ein Controlled, aber ich würde auch die Minions gerne haben. Na, lecker. Lecker, lecker, lecker. Bleib weg, dankeschön. Bleib weg. Oh, 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 ja. Oh, was ist wieder geil, oh Mann. Ich liebe es. Und jetzt gehen wir hier irgendwo vorbei, helfen gleich und machen einen Turbo, 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 Turbo. Nehme ich mit. Ich bin ein Mann, beziehungsweise ein Weiger. Mann oder... Oh, 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 oh. Hat die eine Ult? Ich sehe es nicht. Okay, war ein bisschen. Au, 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 au. Au, 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 au. Geht weg, geht fort. Da lassen sie das. Okay. Ja, war nicht so geil, wie ich dachte. Hier machen wir mal ein Ward rein. Boah, das habe ich echt... Oh, Kanone, 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 Kanone. Oh, nein. Oh, keine Kanone. Ja, shit, okay. Aber die beiden. Nice. So, also ganken könnte man natürlich auch gut und gerne, ne? Gut und gerne. Könnte man hier tatsächlich einen Gank arrangieren. Ich skill jetzt auch, glaube ich, ich weiß nicht, skill ich mit dem letzten Level noch einen Punkt in die Q? Mist, jetzt läuft der Minion weg. So ein Dritte. Ein Punkt in die Q oder lieber ein Punkt in die Freiheit. Komm schon. Nice. Nice, nice, nice. Naja. Vor allem, so früh einen Punkt in die W zu machen, hilft auch nur begrenzt, weil... Ja, hier spricht der Weigerman aus mir. Die Gegner sind ja gar nicht lang genug gestunt. Die müssen ja lang genug gestunt sein, damit die auch von der W wirklich getroffen werden. Und das funktioniert nur... Jetzt müssen wir gucken. Ich könnte jetzt teleportieren. Könnte ich machen. Mache ich auch. Oder? Ich teleportiere. Ich bin der Teleportierer, der... Mach, 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 mach. Ach, komm schon. Na, one shot. Nein! Ich hab doch extra geultet. Gib mir die Stacks wenigstens noch. Oh Mann, dieser Maiden. Oh nö, okay, das. Ja, okay, Leute, lässt natürlich mal die auf die Lane. Ich meine, Idee war cool. Ult war auch cool, aber ist einfach voll gestorben. Wieso trifft der Jin denn alles? Oh, ich könnte hier so einen geilen Trap Cage machen. Jetzt! Dieser Weiger Main. Oh, ich töte sie. Ah, nein, nicht ich. Nicht ich. Hier, nimm noch einen Stack. Oh, okay, ich bin gestorben. Ja, gut, akzeptiere ich. So, jetzt kommen wir zu Plan. Ach, ich habe, wie lange brauchen die Schuhe? 11, 15. Oh, das dauert ja noch voll lange. Okay, dann machen wir jetzt erstmal das Buch von Johannes dem Täufer und die Latte von Tobi dem Größten. Ja, war ein bisschen doof. Hat uns jetzt auch wieder Stacks gekostet in der Mitte. Unglücklich, aber Map Impact war da, Leute, ja. Ich wollte mal kurz meine Map Impact Schuhe zeigen. So, jetzt kaufen wir noch das Buch von Johannes dem Untäufer. Umtäufer. Gut, das ist nämlich sein Bruder, Stiefcousin dritten Grades, ehrlicherseits. Gut, 4-0 Jin ist ja schon mal geil. Vor allem, ich hatte mega Angst, deren Team sieht mega scary aus. Also, Nidalee, wissen wir alle, ist ein richtiger In-Champion. Irelia Inten meistens auch. Orianna, diese Abtei hier hat mir schon Angst gemacht. Wir sind ein bisschen down in CS, aber dafür haben wir Impact gelebt. Ja, und die wird schon noch sehen, die Orianna, ne? Die wird schon noch sehen. Zack, holen wir uns 2-6. Schön lecker. Wir haben jetzt auch mittlerweile 14% CDR. Also, wenn da nichts geht, Leute, dann geht ja nirgendwo was. Oh, da kommt ein Gank. Ja. Gib, gib, gib. Ach, er hat Dings. Okay, hier. Go. Und gecaged. Ich habe leider gar nichts, außer eine Q. Und Auto-Tag. Und Auto-Tag. Wow. One-shotted this Orianna so hard with my ultimate that was not ready that she asked her mom to buy some chocolate. Gut, jetzt haben wir einen Punkt in der W. Jetzt können wir auch unsere W mal endlich benutzen. Und Doppeltag. Oh, Mann, das macht mich so glücklich. Es macht mich so glücklich. Es gibt, glaube ich, weniger... Ich stelle eine These auf. Ich sage, Doppelstack ist besser als Sex. These. Gut. Können wir mal... Passt auf, wir machen jetzt mal die Weiger-Trap. Sie geht entweder oben lang oder unten lang, aber irgendwo lang wird sie lang gehen. Ich weiß nicht, ob ich genug Schaden habe, aber ich bin Weiger. Also... Wir warten. Geduldigst. Geduldigst warten wir, bis der Hund in die Falle tappt. No, ich hab verkackt. No, aber... No, wo kommt das? Nö. Help. 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 Hier, meine Ult. Oh. Ja, Mist. Shit.
Ja, aber ist auch gar nicht so einfach jetzt, Leute. Ja, an alle Hater hier. So einfach ist es nicht. So, ich habe mir die Nike Air gekauft, weil ich habe das Gefühl, das größte Problem von Valka ist, dass er keine Mobility hat. Ja, das ist wirklich sein größtes Problem, so denke ich. Vielleicht ist es auch nur mein größtes Problem, weil ich jedes Mal denke, dass Valka ein Talon ist. Aber deswegen habe ich mir die schnellen Schuhe, weil wer schneller läuft, ist auch schneller weg. Ja, okay, das war jetzt echt kacke. Hätte ein Kill werden können. Ich glaube, ich hätte nur die W treffen müssen. Wobei das Orianna-Schild kam sehr zeitig. Hm, ja. Ist ein bisschen doof, gebe ich zu, aber wir haben 5-0 Gin. 5-0 Gin ist da. Ja, den Cage zu landen. Ich habe den auch extra nicht auf Smartcast gemacht, dass ich den selber casten kann. Ich komme, ja. Bin da. Ja, Wow, wow. Und Auto-Tick. Wow. Nice. Und jetzt. Ja, jetzt ping ich. Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Jetzt sagt er wieder irgendwas, aber mach doch die Augen auf. Was ist denn mit den Leuten immer? Mit Gap ist so hart, ja. Leute. Okay, ich werde ihm das erklären. Ich versuche es ihm zu erklären. Mrs. Y. I finished Ori. She was alive. After you escaped. Wir versuchen das einfach mal so zu erklären. Ja, und dann gucken wir mal, ob es klappt oder nicht. Außerdem denkt jeder, ich wäre Ferrari-Valka oder sowas. Ich hätte Daniel Düsentrieb arrangiert, damit der mir 3 Turbo-Boots auf den Rücken schnallt oder so. Ihr habt zwar meine Nike Air, ja. Aber das war's auch. Hier können wir unsere W mal reinmachen, damit wir schneller stacken können. So, jetzt machen wir noch einen Punkt in die... Ah, tu's nicht! Okay, ich lebe. Ja, jetzt ist die Frage. Noch ein Punkt in Q? Ja, mehr Stacks sind mehr Stacks. Sagt man doch immer so, oder nicht? Ist das nicht ein Sprichwort? Stacks sind im Haus. Bam! Geh weg, gehen Sie fort. Dankeschön. Reicht hier schon so ein One-Shot? Wir machen das mal so. Nice. 349. Wie war es so, Minion? 344? Das heißt, ich One-Shotte die. Ist das korrekt? Wobei, die sind jetzt vielleicht... Nee, das müsste gehen. One-Shot. One-Shot! Okay, Botlane ist Action. Ich komme. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Das, aber ihr seid auch ein bisschen lieb. Ein bisschen lieb. Ich bin unterwegs. Lauft in den Wald. Nach Mordor. Ich komme von Mordor-Seite aus. Ich bin dabei. Komm, können wir eine Trap machen? Eine Trapulation? Da kommt noch der Pferdefrauenmann. Wow! One-shotted! Easy outplayed. Outplayed! Ah, der Komet ist nicht turbo einfach zu landen, aber die sind auch alle low wie low. Hier, Leute. Ja, die haben wir. Die haben wir. Ja. Das ist Valka mit Gap so hard, der die carry das Wall Team. Wall. Ja, man muss natürlich sagen, der Cage ist schon echt mächtig, ob du ihn triffst oder nicht, ne? Mächtig, schmächtig. Zack, und jetzt stacken wir schon weiter. Wie viel haben wir? 14. Minute, 127. Ich würde sagen, da sind wir richtig gut im Farm. Richtig schöner, guter Farm. Ja, das ist ja, was ich gesagt habe. So, jetzt machen wir noch einen Punkt in die E. Oder reicht das? Ich glaube, solange die... Passt auf, wir machen das so. Solange die hat aber gleich Macris. Wenn sie jetzt... Ich überlasse es ihr. Wenn sie jetzt Macris hat, grade ich ab den E. Wenn nicht, dann mache ich die W. Sobald der erste Macris baut, mache ich noch einen Punkt in die Cage. Wahrscheinlich müsste ich... Okay, der ist da. Wahrscheinlich müssen da noch 2 rein. So, jetzt haben wir den einfrierenden Einfrierer. Brauche ich auch die Geister von... Nee, wir gehen jetzt... Weiß ich gar nicht. Habe ich sonst immer Geister gebaut? Boah, ich bin gerade verwirrt. Wahrscheinlich schon, oder? Ja, ich denke. Ich denke, meine Freunde. Lasst uns mal denken. Gut, wir haben Teleport. War bisher diese Runde nicht so geil, gebe ich zu, aber... Vielleicht können wir ja noch irgendwo hin teleportieren. Botlane geht nicht. Oh, der Turm ist weg. Ja, wir halten das einfach mal ready. Vielleicht kann ich auch Split pushen damit. Valka Split pushen, glaube ich, gar nicht so schlecht. Zack. I honestly think, not kidding, Pantheon Support is the most OP pick this season. Ja, wurde ja erst genervt jetzt gerade, die Patchnons, wer mein Video gesehen hat. Der weiß das natürlich. Zack, wieder ein Doppelstack. So, die gehen, kommen jetzt in die Mitte. Ich könnte natürlich jetzt den Einfrier... Oh, ja. Und die Eiszapfen des Todes. Ah, okay, hast du mal Glück gehabt. Kann ich die Kanone haben? Bitte. Oh, gekriegt. Ich würde jetzt Botlane farmen, glaube ich. Passt auf, wir gehen Botlane farmen, wir haben ja Teleport. Wir wollen ja stacken, ja. Wir dürfen nicht aufhören zu stacken. Wir wollen bei 200, bei Minute 20, 206 haben. Das ist unser Plan. Naja, wir sind noch ein bisschen davon entfernt, aber es geht jetzt flott, die Karotti. Wir haben jetzt auch 40% CDR, wir können jetzt richtig durchstacken. Zack, ne? Eine Kanone gibt, irgendwie ist das auch weird. Also die Q gibt, Kanonen geben 2. Ne? Ah, shit, ich wollte eigentlich den da oben noch treffen. Jetzt wird's eng. Ah, ja. Nice. Oh, den, weiß ich nicht.
Ah, schade, okay. Aber ich nehme ihn lieber nicht. Also, ne? Also, ja. Als es unversucht zu lassen. Shit. So, ich werde. Mein Team wird das schon irgendwie alles machen, ne? Wir farmen hier. Farm. Guck, wir saugen uns jetzt. Zacko, haben wir 150. Zacko, Schmatz. Da, wir könnten aber teleportieren, wir könnten. Aber das sieht doch gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. Jillian ist gestorben. Aber das ist genau, was ich meinte. Wir werden einfach die ganze Zeit farm. Oh, nur einen getroffen. Nur einen. Wir machen da noch ein bisschen Damage. Da kommt der Surrender Vote. Ich wette, es ist Vi. Weil die war gerade schon so, ne? So, die offended schon. Kommt, gib Kanone. Vielleicht können wir, also entweder wir teleportieren dahin. Könnten wir machen, aber sieht aus, als kommen die auch so ein bisschen klar, oder? Oder? Twitch kommt. Ich glaube, ich könnte Twitch one-shotten. Der kommt gleich hier. Und jetzt! Okay, kein Twitch. LOL, der ist wirklich da gewesen! Wow! Wow, ich bin einfach sis. Ich bin einfach. Wow. Sis Valga, so hacking sis. Oh no. Hier, nimm das. Tschüss. Wow. Ich bin einfach so smart. Ich bin smart gar. Geil. How did you know? Woohoo! I am smart gar. Sag mal so Valga, smart gar. Oder Weismart. Weimart, ja, smart gar. Later, Leute. Insane. Wow, so, okay, sehr gut. 1000 IQ Play. Gut, ich habe ihn zwar nicht direkt mit dem Cage getroffen, aber ich hatte ihn drin. Die Frage ist, machen wir jetzt noch einen Punkt in den Cage rein? Reicht, glaube ich, gerade, ne? Und dann habe ich ihn direkt aus seinem Leben rausge-one-shotted. Richtig schön, saftig, schön, bam. Wie viel ist 667? Oh, es wird knapp, Leute, es wird knapp. Knapp. Ich muss weitermachen, Zack. Vielleicht können wir auch ein paar Vögel noch getten oder so. Wir können auch gleich mal gucken, wie viel AP wir schon haben. Da ist jetzt irgendwas los. Ich komme, bin unterwegs. Na, ja, ein Punkt in die W. Punkt in die W. Bin unterwegs, hab Bock, bin unterwegs, hab immer noch Teleport. Da ist hier Frau von und zu. Jager, Geister, meine ich. Komm schon. Now! One-shotted. 840 auf 1% war ein leichter Overkill. 840 auf 1% oder 5%. Weggeböllert. Zack. Oh, das reicht nicht ganz. Shit. Ah, lieber die Kanone, die ist wichtiger. Zacki. Da kommt Frau Oliana. Ah, Glück gehabt. Haste nochmal. Oh shit, wir haben ein Problem. Renn! Oh, okay, shit. Okay, ja, das ist das Problem mit dem Positioning. Ich war auch echt deep, ne? Ja, jetzt wird's knapp. Aber wir haben. Ja, wir würden es auf jeden Fall schaffen. Ich würde sogar. Guck mal, wir sind richtig gut mit was Stacks angeht. Was sagt die AP-Leiste? 400. Zwei Support-Items im Inventar. Naja, so anderthalb. Dati hat ja nicht viel. Wie viel hat Dati hier? 70. Dati hat 80. Naja, 400 AP. Fair. Fair enough. Ultimate macht 1100. Schön. Als erstes würde ich sagen, Rabadons, ne? Rabadons. Ich habe Teleport, Leute. Ich werde gleich teleportieren. Wo können wir teleportieren? Da oben. Kann ich da drauf teleportieren? Bestimmt. Ich teleportiere dahin. Komm, bin unterwegs. Komme, ich hab Ultimate, hab Lust. Ultimate, Bock und Lust, ich bin der bockige Lustmann. Also so, hier, Feuer! Boom! Und Feuer! Leute, nicht mich! Ah, hier, Q! Geister! Alles! One-shotted, schön! Oh, da ist noch der Rattenmann! Der Rattenmann hat einen Rattenmann! Bam! Na, ah, shit, er hat mich noch gekillt, aber ich hab ihn nicht gekillt, scheiße. Ja, mistige Maden-Rattenaktion, Ratatouille hier. Ja, kacke, aber wir sind ganz gut dabei. Und das Gute ist ja auch, ich denke, das haben die ja mal irgendwann gemacht. Jetzt mal, wenn wir jemanden treffen mit einem Spell, was wir die ganze Zeit machen, dann kriegen wir auch Stacks, ne? Wir haben jetzt, guck, wir haben 217. Wie viel haben wir denn da gekriegt? Ah, da steht jetzt alles auf Nordamerikanisch hier. Ja, jedes Mal treffen AP. Cool. Ja, Teleport weiß ich nicht. In der Theorie schon. Die Alternative wäre Barrier. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich lerne besser mit Teleport zu spielen oder ich pick einfach Barrier. Tja, weiß ich nicht. Nom. Weiß ich nicht.
Nom, 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 nom. Oh, ich bin da. Bin da, bin da. Oh, shit, das war zu früh. Ich muss weiter stacken. Stacken, Leute, stacken. Teleport gibt mir natürlich die Möglichkeit, immer ein bisschen zu splitfarmen. Wenn ich 6 brauche. Oh, jetzt ist schon wieder was los. Komme. Wenn du unterwegs hab Ultimate, hab Bock, hab Lust. Nice. Ja, so halb nice. Ja, cool. Ich muss auf mein Positioning aufpassen. Deswegen laufen wir hier unten rum. Ich habe meine Pokéball-Geistersucher dabei. Ne, wir gehen jetzt in die Mitte farmen. Komm. Schon lange nicht mehr gefarmt. Geht so nicht. Oh, da kommt die Lulu. Kommt von unten. Ich würde dir gerne mal meine Ultimate zeigen. Oh, das ist Yordle-Liebe, Leute. Yordle-Liebe! Boom! Nice. Ich habe ihr meinen Kometen gezeigt. Lulu X Weiger, Leute. Oh, hier. Kann ich die One-Shotten? Nee, shit. Dann machen wir das so. Ja, okay. Das war genau falsch. Aber die fahren wir... Guck mal, das ist mein Unterschied. Die fahren wir komplett durch hier. Egal, wie lange es dauert, die gönnen wir uns. Zack. Sacco Fratz. Wir haben schon wieder so viel AP verloren, nur gegen Vögel. Hätte die mittlerweile One-Shot wahrscheinlich nicht, ne? Ah, okay, ich dachte kurz Angst gehabt. Das ist meine Kanone, meine. Wir haben gleich wieder Yordle-Liebe ready. Oh, da ist eine... Hier. Sucht, meine Geister, sucht. Los. Fratz-Fratz und Wildfratz. Out hat weh, so ein bisschen. Wildfratz. Oh, Wildfratz hat nicht gedingst. Ich bin aber da. Hab Ultimate, hab Ultimate, hab Ultimate. Müsste nur schießen. Hätte Bock. Hab los. Okay. Mhm, okay. Hab Ultimate. Hab Ultimate. Eiszapfen. Okay. Ja, dann nicht. Dann nicht. Kann ich bitte? Bitte, bitte. Ich bin schon wieder fast tot, ey. Was geht hier unten? Ah, ich hab wenig... Ja, ich hab aber Ultimate. Das muss reichen, oder? Da oben kommt der Rattenmann. Ah, diese... Lulu, ich möchte... Lust auf ein Date? Lulu! Lulu, Date! Irgendwie sterbe ich hier gleich. Get me out. Hilfe. 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 Der Rattenmann kommt gleich. Von oben. Lulu! Lulu! Puh! Renn! Oh! 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 Da ist der Rattenmann. Ich habe aber Lulu wieder meinen Kometen gezeigt. Aber irgendwie so Yordle stehen die aufeinander. Vielleicht ist das ja wirklich so Lulu X Weiger. Könnte ja wirklich ein Ding sein, Leute. Wie viel brauchen wir noch? 2-3 Buffzige. Ein bisschen. Wenn wir das haben, wir haben jetzt 560 AP mittlerweile. Dann rasten wir richtig. Was ist denn so der Richtwert für 30 Minuten? Wahrscheinlich kann man da nicht mehr sagen, pro, also 30 Minuten 300 Stacks. Weil das geht ja jetzt immer schneller. Wir haben jetzt schon 250 bei 24. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich so außerordentlich gut farme. Könnte sein. Weiger könnte mein... Also muss sagen, macht echt Spaß so, ne? Könnte mein nächster Road to Grandmaster Champion sein. Möglicherweise. Oh, alle tot? Okay. Okay. Oh, nö. Oh, da wollte er schon wieder abhauen. Leute, Infernal Dragon. Oh, den brauchen wir. Den brauchen wir. Und den Blue auch. Den will ich haben. Gib, 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 gib. Gib, 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 gib. Nice. So, jetzt habe ich... Machen wir noch einen Punkt in die Cage rein. In die Cage. Der ist hier drin. Der Paradingser. Au! Sie will mich! Sie will mich! Hier Eis und Geister und Feuer und... Und ich hätte ulten sollen einfach. Ja, da hat wieder das Positioning zugeschlagen, Leute. Positioning hat mich komplett eingesammelt. Ich hätte auch einfach weglaufen, aber... Warum darf mir eine 410... Okay, Orianna hat auch noch, aber... Warum darf sie mit 410 so viel Schaden machen? Wer hat ihr das erlaubt? Wo steht, dass das erlaubt ist? Gut, aber wir haben jetzt 560. Jetzt kriegen wir Infernal nochmal drauf. Guck mal, wie viel das wird. Und dann gleich Rabadons. Schön. Schön, schön, schön. Geht das auch schneller, bitte? Kriegt dafür 30 Gold oder so? Nee, ne? So, das waren 30 AP. Ist nett. So, wir warten den Rest noch in der Zeit. Ein bisschen Hirseflocke, Leute. Ist gesund. Hirseflocken. Geht nämlich gleich zum Sport. Legendario. So, von 600 auf 900. Klingt fair, finde ich.
Ultimate macht 2000 Schaden. Klingt fair, finde ich. 2000 Schaden, Leute, 2000 Schaden. 2000 Schaden auf 60 Sekunden Cooldown, also wenn das nicht fair ist, dann weiß ich auch nicht. Könnte ich bitte Blue Buff haben? Can I? Jetzt noch ein paar Punkte in die W rein und dann knallt's. Da kann man auch mehr Punkte in die W machen, das, ne, also, wenn man da Bock drauf hat, gerne, aber ich denke halt, der CC ist halt wichtig und stark. Stark und wichtig. Oh, da unten ist der Rattenfrauen schlagen, Mann. Boom! Oh, Weiger, Lulu, Weiger! Lulu, 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 Lulu. Au, 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 au. Bam! Babidi, babidi, bam. Da ist der Rattenweiger schlagen, Mann. Okay, hier noch ein Stein rein. Dozio, Cissione. Na, 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 na. Wir haben gewonnen. Schön, schön, schön. 10, 6, 10. Kann man kein Auge machen. 10, 6, 10. Aber Botlane war auch gut. Hat noch ein bisschen in der Box. Eigentlich waren alle gut. Alle waren gut. Schön. So kann ein Game auch laufen. Ich meine, ich habe ja oft den Titel alle hinten. Dieses Game könnte ich nennen, alle waren gut. Machen wir natürlich nicht, weil es sehr langweilig. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich habe euch lieb. Schaut auf meinem Zeitkanal vorbei. Auf Wiedersehen und tschüss. Und vergesst nicht, eure Zähne zu putzen. Bis dann.